Servus und hallo zu Beyond Two Souls. Und ja, die Geburt steht unmittelbar bevor. Im Stream ist da der Angry Hobbit. Und ja, schön, dass er nur da ist, weil es ist wirklich schon spät. Und bevor ihr mir Blödsinn labert, geht hier jetzt einfach weiter. Da. Spiel fortsetzen. Spiel fortsetzen. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Ich hoffe, ich muss hier jetzt nichts zensieren. Ich hoffe mal. Noch geht's, glaube ich. Müsste auch YouTube safe sein. Wo ist denn hier Zeug? Was muss ich machen? Hier, Handtücher. Ja, komm, nimm die Handtücher. Ich kümmere mich um die Matratze. Spiel ist anständig, das ist gut. Tücher? Tücher bei der Kiste? Was ist denn hier? Ja, Wasser. Kiste, Tücher. Wo ist denn hier Kiste mit Tücher? Kiste mit Tücher. Ah, hier. Warum muss es sein? Ah, ist der Heizkörper. Was ist denn? Okay. Ja, keine Ahnung, mach irgendwas. Ja, kein Stress, kein Stress. Aber bitte mal kurz Rückmeldung. Irgendwie sagt er, die Bitrate vom Stream zickt ein bisschen. Läuft der Stream noch flüssig? Alles top. Okay, vielen Dank. Okay, muss man zum Glück nichts denn sehen. Babe. Ja, genau. Vielen Dank für den Host, ja. Ich hole jetzt die Arme. Wow, es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe.
Scheiße, Mann! Sie ist gottverdammt unglaublich! Hey, hör auf zu fluchen, Walter! Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. So. War es das mit dem Kapitel? Nein. Oh. Ungünstig. Scheiße. Ich hab doch kein. Ja, komm. Stan, mach auf. Was? Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Scheiße. Aber los, raus mit dir. Ja. Walter, über dem Flur. Ja, komm. Wo bist du denn? Warum kann... Ah, Scheiße. Ich lese im Chat sofort wieder. Ist gerade so ein kleines bisschen. Irgendwie bin gerade so ein bisschen beschäftigt. Ja, lauf doch die scheiß Treppe rauf. Ich komm ja schon. Ja, komm. Ja, ich komm ja. Ja, einen. Mach die Scheiße. Ich brauch Hilfe. Ja. Ist ja gut. Ja, komm. Ja, jetzt. Ich komm nicht raus. Komm schon. Lang habe ich nicht Zeit, dass man mit dir aufhält. Entweder kommst du jetzt oder kommst du nicht. Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. So. Ja, komm, wo muss ich ihn hin? Bibi! Scheiße! Okay. Wohin? Dahin. Fuck. Ja, komm. Jetzt geh da rauf.
Mach die scheiß Tür auf. Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Aber fuck. Lieber Chat, ich lese euch sofort wieder. Schnell runter, lauf! Ist alles okay? Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Jetzt geh da raus! Und wir springen mal irgendwie aus dem Fenster oder so. Ja, könntest du. Steuerung ist top. On point ist die Steuerung. Hier geht's nicht raus. Wahrscheinlich übers Dach, oder? Da, Heiden. Nein. Springen. Jetzt springen. Oh mein Gott, du bist am Leben. Was habe ich im Chat für sein? Ich weiß, dass du das geschafft hast. Aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Sag mal, was Jungs, nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Ich pfeif darauf, Happy End. Da. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Mach's fertig. Alle. Hey, lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf. Okay, dann komm, los weg. Bastarde. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht! Oh je, wo bin ich? Was mal? Oh Gott, was ist? Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Doch nicht den ganzen okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm.
genau wie eine Krone. Nein gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Joe. Ah, schau doch mal, 2011 wie alle anderen. Ich versag, das war eine Frohart. Pass gut auf dich auf, Jody. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Den ganzen Tag am Fenster. Paranormale Abteilung. Das Kind braucht Wärme, voll Wind, ein Fläschchen haben und Kleidung wie Jody. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke geboren wird. Und du bist also Magierin, Jody. Die Existenz. Bin ich tot? Aiden? Zack, spielt sie, ne? Nein. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Da. Ich meine Nadel raus hier. Am besten hauen wir hier einfach mal ab. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe Sie zu ihr. Schild. Mehr aus dem Fenster springe. Oh oh. Also, wo ist sie? Ja, Mann.
Merkwürdig, das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. So, und das ist die Szene von ganz am Anfang, oder? Ja, das ist... Ma'am? Ist alles in Ordnung? Ma'am? Hier haben wir schon mal... So hat das Spiel angefangen quasi. Und das war das Kapitel Obdachlos. Oh. Und man kann tatsächlich auch nicht aus dem Feuer entkommen. Okay, wie es weitergeht, gibt es in der nächsten Folge zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich 3 Teile geschnitten habe oder 2, aber das seht ihr ja dann. Wenn irgendwie ein komischer Schnitt drin war, dann waren es 2 Teile. So, einen schönen Gruß nochmal an den Angry Hobbit. War schön, dass du bei dem Kapitel mit dabei warst. Ist nicht schlimm, wenn du jetzt gehst, weil ich werde den Stream jetzt auch beenden. Nächstes Mal spielen wir wieder weiter. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein, hat echt Spaß gemacht. YouTube, Servus, Tschüss, bis zum nächsten Mal.